Willkommen zurück zu Super Mario Star Road. Ich bin auf der Suche. Ja. Hier war's. Genau, ich will nämlich wieder zurück in den. Ja, in die Kanalisation. Und dort dann auch weiter. Ins Korallenriff. Denn da gibt es auf jeden Fall noch einen Stern, und zwar das Präzisionsschwimmen. Das haben wir im letzten Part nicht gemacht, weil wir es nicht gefunden haben. Ich habe jetzt nachgeguckt, wo es ist. Ich weiß noch nicht genau, was die Aufgabe ist. Ich weiß nur, wo es jetzt ist. Vielleicht ist die Aufgabe ja dann auch selbst erklären, dass man irgendwie durch Ringe schwimmen muss oder so. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall wieder ganz am Ende des Levels. Und zwar... Ja, wir müssen eigentlich bis zu den roten Münzen und dann noch ein bisschen weiter. Ist nicht das Problem, es geht ja relativ schnell auch. Ich muss gerade gucken, wo das überhaupt genau war. War das hier im Raum? Ja. So, ich glaube, hier unten sind auch schon die roten Münzen. Ja. Und jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen weiter. Also quasi da, wo der allererste Stern war, wo man sehr tief tauchen musste. Das Level ist so genial, einfach weil es so cool aufgebaut ist. Ich finde, das ist echt eines der besten Level bisher. Wobei, das ist schwer zu sagen, weil alle Level sehr gut sind. So. Ah ja. Und hier war eine brüchige Wand und die ist jetzt nicht mehr da. Und hier müssen wir jetzt durch, oder wie? Ja, das macht auch Sinn mit dem Präzisionsschwimmen, denn hier sind überall diese blöden Bomben. Und ja, wenn die Kamera nicht so wirklich mitgeht, dann ist das ein Problem. Aber man kommt ja eigentlich ganz gut durch, oder? Ah, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich habe natürlich auch nicht ewig Luft. Ja, nee, aber den Stern haben wir. Okay. Das war gar nicht so schwer. Gut, dann haben wir Kurs 6 abgeschlossen. Und gehen jetzt wieder nach oben. War jetzt nicht so erfolgreich. So. Und jetzt will ich wieder in das Waldlevel. Kann ich eigentlich hier unten durch? Ne. Schade. Das finde ich gerade bei alten Spielen immer ganz nett, wenn man wirklich auch solche, ja, Durchlässe nehmen kann. So. Ja, was hier die Lösung ist die Frage. Wir waren ja schon... Alles klar. Der Baum ist wohl ein bisschen hohl. Wir waren ja schon in dem Bienenstock. Da war ja auch ein Stern. Aber ich nehme an, hier müsste noch einer sein. Denn ich wüsste nicht... Alles klar. Ich wüsste nicht, was sonst hier gemeint sein soll. Also gehe ich jetzt einfach noch höher. Was auch manchmal gut geht und dann eher doch nicht. So. Dann eben so. Ja, das war jetzt. Nicht mal in die richtige Richtung gesprungen. Also ich bin auch wirklich gerade dumm. Sehe ich natürlich wieder sehr viel. Ja, Mario, dann schwimm einfach da drunter. Okay. So. Nee, ich mach das mit dem Rückwärtssprung. So habe ich es im letzten Part auch immer gemacht und es hat immer perfekt funktioniert. Aber jetzt geht gerade gar nichts. Tut mir leid. Geht doch. Hier dasselbe. Okay. Da oben sind die Chakya, das wissen wir ja. Da müssen wir aufpassen. Wo ist denn hier der Ausgang? Achso, hier. So. Ja, dann muss ich jetzt mal da hochkommen.
Da ist ein Chuck hier. So, du hau ab. Der ist jetzt richtig blöd da positioniert. Ja, ich versuche nochmal da hoch zu gehen. Ich schneide den Weg aber, bis wir da oben sind. Sonst dauert das einfach ewig hier. Vor allem, weil ich hier gerade auch festhänge, habe ich das Gefühl. Ja, wir sehen uns oben wieder. So, wenn ich Glück habe, komme ich einfach hierher. Ja. Dann hau du mal ab. Die ganzen Münzen einzusammeln wird auch nicht so einfach, wenn ich hier mal die 100 Münzen sammeln muss. Irgendwann wird das ja passieren, zwangsläufig. So. Das reicht nicht. Oh Mann. Muss ja echt aufpassen. Na, nicht hoch genug. Okay. Ja. Muss ich da hoch? Hau mal ab. Nichts passiert. Brauche ich da einen Dreifachsprung? Ja, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, und jetzt muss ich hier noch weiter hochkommen. Das machen soll? Ich weiß es nicht. Das reicht halt nicht. Super. Also gehe ich nochmal hoch. Okay, ich bin jetzt irgendwie hochgekommen. War gar nicht so einfach. Es ist auch nicht einfach, wenn ich einfach nichts sehe. So. Geht noch höher. Da ist der Stern. Okay, dann haben wir den. Ja, war in Ordnung. Das mit dem Bienenstock da hochzukommen, fand ich jetzt ein bisschen blöd. Ich finde es auch blöd, dass eigentlich zwei Sterne da oben sind und dass derselbe Weg ist. Ist nicht so ganz geil gemacht. So, Quick Lily Pad Hop. Den Stern kennen wir ja schon. Das ist nämlich, ja, der hier, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme. Auch sehr erfolgreich. Yoshi-Kens geben 2 Münzen, das finde ich auch interessant. Aber es sind ja nicht die roten Münzen. Sind die aber, geben die einen Stern am Ende? Eigentlich müsste das ja schon so sein, oder? Ja, seltsam, wenn nicht. Ja, super. Kann ich hier vielleicht einen Dreifachsprung ausüben? Oder ist das... ist halt wenig Platz, ne? Zumal das Rosenblatt hier auch so ein bisschen Probleme macht. Ja, ich rutsch dann auch noch. Boah, wie soll ich denn da drankommen? Bin ich auf jeden Fall nicht hoch genug. Müsste eigentlich wirklich einen Dreifachsprung machen. Weil da brauche ich ein bisschen mehr Schwung. Und das ist halt das Problem. Das kriege ich nicht hin. Man wird es aber schaffen dann, oder? Was, wenn ich hier hinten drauf gehe? Kann ich nicht lang genug draufbleiben. Man muss das wirklich von da oben machen. Komm ich von hier besser hoch? Da war das Level auch schon vorbei. Und wenn ich hier zur Seite hochgehe, hier geht es nämlich. Ja. Okay. Hier ist ein Schalter. Macht der da hinten was? Tatsache. Ja, okay, das habe ich jetzt verkackt. Ah, so ein Schalter. Gut, dass ich den gefunden habe. Ich wollte mich jetzt eigentlich von dem Hang da hochspringen. Mit einem Dreifachsprung wäre das ja eigentlich möglich, aber das wäre auch sehr, sehr schwer. Von der Höhe her wird das auf jeden Fall klappen, nehme ich mal an. Aber recht rutschig hier. So. Ja, es muss auch alles sitzen. Dann lieber nochmal warten. Oh, Mario. So. Jetzt ist er unter dem großen Blatt. Okay, das wird echt nicht einfach.
Vor allem, wenn ich den Weg zurück nicht schaffe, ist das auch ein bisschen blöd. Das mit dem Ufer stört mich an diesem Spiel tatsächlich mit am meisten, dass es immer sehr schwer ist, aus dem Wasser wieder rauszukommen. Da ist das irgendwie nicht so gut gemacht worden. Aber gut, das kriegen wir alles noch hin. Auch wieder schlecht. Muss ich da eigentlich noch was zu sagen? Ich meine, wenn es so läuft, dann kann ich es auch sein lassen. Ah Mann, ich will den Stern haben. Oh, ich war da. Na super. Nein! Yes, 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 yes! Spring doch! Oh, Mario. Yes, endlich! Boah, das hat lang gedauert. Das hat echt lang gedauert. Ich werde auch sehr, sehr viele Versuche rausschneiden. Das sind bestimmt mehr als 30 Versuche jetzt gewesen. Manche sind auch schon sehr früh gescheitert. Deswegen, die muss ich nicht alle zeigen. So. Und eigentlich ein sehr einfacher Stern, ne? Aber trotzdem, ja. Weiß ich nicht. Gut, wir müssen noch rote Münzen sammeln und 100 Münzen. Das verbinden wir natürlich, so wie immer. Okay, der Schalter ist da. Ich habe mich gerade gefragt, ob der Schalter nur in dem einen Level da ist, weil es ist komisch, dass ich den das erste Mal übersehen habe. Aber naja, dann ist das eben so. So. Und dann bringen die Yoshi-Coins anscheinend doch nichts. Denn, ja, das ist jetzt der letzte Stern, den wir holen, beziehungsweise mit dem 100-Münzen-Stern zusammen der letzte. Ja, ist ein bisschen schade, aber dann ist es eben so. Sind hier eigentlich Münzen im Wasser? Nur die Yoshi-Coin, ne? Na gut, dann nehme ich die mal. Das sind ja auch zwei Münzen. Auch wenn es keine roten Münzen sind. Das sind drei. Hoch komme ich trotzdem noch. Der Wiggler ist weg. Der gibt ja auch keine Münzen, von daher ist das egal. So. Hier war noch eine rote Münze. Und jawohl, hoch. Ja. So. Wo war noch eine rote Münze? Eine war genau unter der Wurzel hier. Und dann schwimme ich aber da hinten hin, denn da war ich auch noch nicht so wirklich. Das ist aber ein schönes Level. Es ist sehr offen, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass man nicht so wirklich weiß, wo es war. Es ist sehr unübersichtlich, irgendwie aber im guten Sinne. Also nicht, dass es irgendwie ein schlechtes Level wäre, auf gar keinen Fall. Und dieser Fluss hier ist auch mega schön. Na gut. So. Jetzt sehe ich die Münze nicht, verdammt. Gut, es darf jetzt nicht an der einen Münze scheitern, das wäre sehr traurig. Hier ist noch eine rote. Dann waren hier noch welche. Sehr viele sogar. Okay, die habe ich. Hier war, glaube ich, nichts. Okay, dann kann ich jetzt in den Baum rein. Oh, warte, hier ist noch was. Ich gehe erstmal nach unten, denn unten war auf jeden Fall eine rote Münze.
hinten farben wir jetzt. Ja, und waren hier noch mehr Münzen, wenn ich nach unten schwimme oder nicht? Wo war das? Da war das. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, ob hier Münzen drin sind. Und ohne Münzen kriege ich auch keine Luft. Das ist ein bisschen problematisch. Nee. Na, oh, ich darf den jetzt bloß nicht einsammeln. Und schnell wieder an Luft, Mario. Den Weg rauszufinden ist gar nicht so einfach. Das ist natürlich auch eine richtig krasse Falle, weil hier kann man sehr schnell ja, den Erstickungstod finden. Jetzt darf ich wieder hier hoch. Juhu. Sind nochmal sehr viele Münzen. Okay. Und jetzt ist da der blaue Münzschalter. Vor allem ist da oben aber noch ein bekloppter Chuck, ja? Würde ich eigentlich ganz gerne erst wegräumen. Aber das geht nicht, den kriege ich da nicht weg. Nicht ohne runterzufallen. Oder runtergeschmissen zu werden. Na gut, ich versuche erstmal ohne die blauen Münzen. Wenn ich nach oben komme, kann ich den Chuck ja vielleicht von oben besiegen. Das sollte ja möglich sein. Aber erstmal muss ich ja wieder hinkommen. So, oh, ich muss auch sowieso erstmal jetzt dahin springen. Okay, und nochmal hoch. Manche unsichtbare Wände verstehe ich wirklich nicht. So. Ah, jetzt habe ich zwei Münzen da verpasst. Ja, dann muss ich mir hier die Yoshi-Coin holen. Die fallen auch alle so weit auseinander. Ah. Okay, das geht. Jetzt ist meine Frage, wie kriege ich das Ding hier hin, ohne dass ich runterfalle? Erstaunlich einfach. Ich kriege die Münzen nur nicht eingesammelt. Na gut, ich muss jetzt da runter. Mir den Chuck ja schnappen. Der geht drauf. Ich habe eigentlich jetzt die 100 Münzen voll. Okay, ich muss da nochmal hoch. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen die blauen Münzen eingesammelt und dann haben wir die 100 Münzen zusammen. Dann fehlen nur noch ein paar rote Münzen. Und die sind ja auch alle da oben. Ja, zwei Stück fehlen noch. Okay, ich hoffe, die sind auch wirklich da. So, hier hochzukommen ist auch gar kein Problem mehr. Ich habe jetzt Übung. So, 100 Münzen haben wir beisammen. Den einsammeln. Speichern auf jeden Fall. Und dann komme ich hier gar nicht hoch. Und ich kann nicht vom Baum abspringen. Nee, das geht hier nicht. Das heißt, ich nehme wieder den regulären Weg nach oben. Oder was heißt regulär? Den Weg, den ich halt immer nehme. Und hier reicht auch ein Doppelsprung. Oder nee, hier reicht kein Doppelsprung. Oh Mann. So geht's dann doch einfach. Muss ich da hoch? Ja, und da brauche ich, glaube ich, schon einen Dreifachsprung. Nö, es reicht auch so.
Die Münzen brauche ich nicht. 7. Sieben reicht nicht. Auch 8. Okay, da ist die 8. Ich weiß halt nicht, wie ich hier hochkomme. Ich weiß auch nicht, wie ich es gerade gemacht habe. Das denn gemacht? Ja, lustig. Schaffe ich so doch nicht. Einfach zur Seite springen ist Quatsch. Ich muss nochmal einen Dreifachsprung versuchen. Was auf diese Entfernung hier natürlich total bekloppt ist. Okay. Ja, wenn ich jetzt noch die Münze eingesammelt bekäme. Ja, es ist ein Witz. Okay, ich hab sie. Das war ja schmerzhaft. So, wo genau ist der Schattenstern? Ist der? Es gibt zwei. Oh Mario, ich dachte, wenn du dich jetzt hier festglitscht, dann raste ich aber aus. So, ist der Schattenstern hier bei dem Feld? Ja. Okay, dann haben wir auch das Level abgeschlossen. Im nächsten Part gehen wir dann, glaube ich, in Kurs 7. Den haben wir noch nicht gefunden. Aber ich glaube, das ist... Oh, den haben wir, glaube ich, schon gefunden. Wir sind aber nicht reingegangen. Der ist auch wieder in der Kanalisation. Und zwar hinter diesen Gittern. Da bin ich gespannt drauf. Das war ja auch eine Wüstenwelt, glaube ich, auf dem Bild. Ja, freue ich mich drauf. Wir sehen uns dann dort wieder. Bis dahin, wie immer, alles Gute.